So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video an diesem wunderschönen Sonntag um 15 Uhr, glaube ich. Wird hier gleich weitergebaut. Hier entlang. Super. Muss jetzt hier das machen. Boah, es ist schon relativ langsam, das ganze Spiel. Upgraden. Soll ich lieber Rooms upgraden? Ja, ich upgrade das jetzt hier. Die erste Lodge, die geupgradet wird, ist die. Danach kommt die. Das sind 7.500 €. Das ist jetzt nicht gerade so viel. Ich mal bedenke, das muss jetzt hier auch weg. Oh, komm jetzt. Leute, das kommt jetzt weg hier. Das kommt auch weg, weil jetzt hier ein Cottage hinkommt. Weil, wie gesagt, jetzt muss ich. Was macht die jetzt hier? Hat jetzt keinen Plan mehr, wo sie hinlaufen will oder was? Ah, nee, die wartet. Okay. Das ist super. Weil der deckt jetzt auch den Bereich ab. Okay. Und der müsste. Der deckt den Bereich perfekt. Also, man sieht hier wirklich, wie genau ich das schon ausgestudiert habe. Man kann hier wirklich auf dem Weg hier. Kann der Ding langlaufen. Und dann muss ich jetzt hier noch weiter die Lodge hinbauen. Und da und da. Oh, habe ich wieder kein Ge Geld. Ich glaube, ich muss gleich wieder eine Pause machen, wenn ich nicht genug Geld habe. Da ist natürlich doof jetzt. Naja. Gut. Wir müssen hier ein bisschen warten. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich eine Pause mache. Weil ich jetzt noch ziemlich viel Geld brauche für das ganze, für die ganzen Lodgen hier. Die müssen jetzt alle. Müssen jetzt noch alle hingebaut werden. Da muss doch der Minimarkt hin. Ein zweiter Minimarkt und dann. Genau, wo ist der Minimarkt? Ich glaube, ich mache jetzt gleich noch eine Pause. Also ich mache jetzt noch eine Pause, wann kann ich jetzt. Kann ich jetzt hier endlich was machen? 9.600, das ist zu krass. 9.000. Was haben wir noch? 7.200. Also es ist echt krass, die Preise. Zum Upgraden daher. Nee, das ist. Also ich kann das jetzt nicht mehr machen. Es geht einfach nicht mit dem. Also so, das wackelt, ruckelt zu stark. Ich muss das wirklich so machen. Und ja, ich mache jetzt eine Pause, weil ich mehr Geld brauche, um den ganzen Lodgen da aufzuforsten. Und dann war es das für diese. Nein, das war es nicht für diese Folge. Was rede ich hier schon wieder von Müll? War es doch gar nicht für diese Folge. Ich mache jetzt also eine kleine Pause. So, kurze kleine Pause, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe jetzt 57.000 €. Das sollte erstmal reichen. Zuerst mache ich hier mal die Facilities. Upgrade ich die erstmal. Ach, kann ich nochmal upgraden, okay. Cool. Gut. Dann die Rooms muss ich alle upgraden. Ach du Scheiße, das wird ja teuer. Das wird teuer. Das wird teuer. So, jetzt habe ich erste voll upgegradete Cottage. Ich brauche nämlich drei, damit unten endlich das Ding weggeht. Warte, ich habe nur noch 8.000. Ja, gut, dann würde ich gleich sagen, ich mache gleich nochmal eine Pause. Ich wusste jetzt, hätte jetzt nicht gedacht, dass es das gleich so schnell weggeht hier. Aber wirklich, dass es das so schnell die Kohle weg ist. Naja.
Gut, dann. Ja, gut, dann muss ich jetzt gucken. Mach, glaube ich, hier erstmal jetzt die Pflanzen hin. Tu jetzt erstmal die Pflanzen hin auf einen Unwalkable-Ding. Ich kann doch hier lang laufen, ne? Ja, ich kann auch so rumlaufen. Perfekt, genau. Eine Headway is coming. Schön. So, Kana ist da. Dann kommt Pinella. Dann kommt Windmill Palm. Dann kommt der Bamboo Tree. Und was haben wir noch? Cheddar Tree 1. Dann gehe ich jetzt da runter. Mache auch noch ein paar Pflanzen hin. Was haben wir noch hier für Pflanzen? Palm Tree 2. Palm Tree 3. Ach nee, Cheddar Tree. Und Ding. Und dann kommt noch ein Kana-Ei hier hinten hin. Okay. Passt das ja. Ja, dann muss ich jetzt gucken, dass ich noch ein bisschen Geld bekomme hier. Weil ich will jetzt hier noch ein Medical Media Mini Market. Media Markt würde ich gerade schon sagen. 8000 Euro. Komm. Bring mir Geld ein. Okay. Kommt jetzt noch ein Mini Markt hin. Weil. Jetzt habe ich noch einen zweiten Mini Markt. Jetzt wollen wir es hier noch upgraden. Ah ja, genau. Mini Markt. Hä? Ah, Mini Markt 1, okay. Wie viel Kosten brauche ich da? 9600, okay. Gut, dann bin ich raus. Nee, es ist. Ich glaube, ich mache jetzt gleich nochmal eine zweite Pause. Und. Weil ich brauche echt Kohle. Also, zweite Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin gleich Level 9, deswegen dachte ich mir mal. Mich weiter auf hier. Upgraden wir das mal. Und die ganzen Räume müssen mal upgraded werden hier. Ist ja schlimm, immer diese ganzen Upgrades hier. Mann. Naja. So. Da noch ein Upgrade. Dann da die ganzen Upgrades. Ach du Scheiße. In der Restaurant. Ach ja, komm. Habe mich gerade mal verklickt. Japan Restaurant. Minimarkt. Bahn Massage. Und das war es auch schon. Okay. Und dann kann ich ja jetzt anfangen, hier die ganzen Lodgen hinzuknallen. Lodge. So, gehen wir mal weiter wieder runter hier. Lodge. Ah, ja, gut. Dumm. Dann, naja. Fang ich mal von oben an. Lodge. Aha. Und dann da nochmal eine Lodge. Naja, gut, dann haben wir halt nicht genug Geld. Schade. Dann würde ich sagen, dass ich das jetzt hier lieber den Weg da lang leite. Anstatt dahin. Dann lege ich lieber da noch ein. Oh. Wäre fast abgestürzt. Dann lege ich lieber hier noch ein paar Grasdinger. Und was hat denn der da gehabt? Kana-Ani wahrscheinlich. Dann Pinella. Dann ein Windmillpalm. Dann Bamboo Tree. Komm. Also, Bamboo Tree. Und Cheddar Tree 1. Okay.
Sieht ganz schick aus, ja. Ich gucke mir mal kurz mein Resort an. Wow, ist das mittlerweile schon groß. Rooms, Upgrade, Lodge. Oh, warum immer nur die Lodge? Ah, ich habe nicht genug Geld. Schade. Dann warten wir gleich, bis Level Up ist. Oh, müsste ja gleich Level Up sein. Also, ist ja schon bei 99%. Mann, laufen hier so viele rum. Trotz, dass es 3 Uhr nachts ist. Naja, gut. Normalerweise ist um 3 Uhr nachts nicht so viel los im Hotel, aber naja. Ich komm jetzt gerade fertig. Komm. Komm, ich hätte gerne Level 9. Gebt mir Level 9. Dann kriege ich endlich meine Golfjagd. Ah, da kann ich schon mal was für tun. Ich will nämlich meine Golfjagd 1, 2, 3, 4. Dann muss das nämlich weg. 2, 3, 4. Okay. Gut, dann kommt jetzt hier nämlich die Golfjagd hin. Und dann. Komm, jetzt gib mir Level 10. Level 9. Und. Ja, perfekt. Level 9, okay. Ich krieg erst einen Swimmingpool, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 1, 2, 3. Wie groß ist der? Okay, perfekt. Dann passt es ja da perfekt rein. Ah, Mann, das Aufbauen dauert aber ziemlich lange. Dann kommt hier noch die Golfjagd rein. Und dann passt es. Upgraden wir hier mal wieder ein bisschen. Och, Mann. So, zweite Ding, die voll Upgrade hat. Ich habe jetzt schon seit mindestens einer Stunde oder so. Also echt Zeit. Habe ich hier dieses Ding da unten. Ist echt schlimm. Dann baue ich jetzt hier die Lodge ein. Lodge. Und das kleine Cottage. Ja, wir haben noch 7000 Euro. Also ich habe noch 7000 Euro. Damit können wir jetzt noch ein paar Lodgen bauen. Lodge. 1200 passt eh nicht mehr, okay. Jetzt habe ich ziemlich viel Lodgen. Ich brauche noch hier ein paar. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich dann Level Up. Wie ich das Ganze jetzt mache. Jetzt muss ich noch überlegen. Also bis Level 10. Ich bleibe jetzt einfach, glaube ich, noch dran. Weil ich glaube, ich habe ja gleich eh. Vielleicht kann ich Rooms upgraden. Level 3 dann. Hoffe ich mal. Dass ich gleich Cottage Level 3 habe. Und dann ab, dann geht's eh weiter. Also sobald hier unten wieder. Das wieder funktioniert, ist alles okay. Muss ich bloß. Ach, ja. Wie viel Geld brauchen wir wieder? 9600. Alles klar. Okay. Gut, ich bin raus. Ja, super. 9600 Euro. Das ist ziemlich viel Geld für einen Minimarkt. Für einen Supermarkt, der ein bisschen umgebaut. Obwohl, ist es realistisch? Glaube ich eher nicht jetzt. Aber gut. Naja. Wenn ich mir denke, ich wollte 12 Folgen mit dem Spiel verbringen. Und ich bin schon Level 9 und es gibt Level 11. Geht bis Level 11. 12 Folgen, ich bin jetzt bei der vierten. Ich glaube, das wären insgesamt vielleicht 6 oder 7. Aber muss ich gucken, welches Spiel ich da noch habe, was ich dann let's playen kann. Muss ich gleich nochmal gucken. Ah, endlich. Yippie, endlich. Wuhu. Endlich. Ah, jetzt rattert es hier durch. Ja, okay. Jetzt rattert es hier durch. Und ich krieg wieder Kohle. Umsonst. Und ich krieg wieder ganz viel Kohle. 2 Stars of More, 12 von 12, ja. So, dann baue ich jetzt hier meine Lodge noch hin. Lodge.
Lodge 1, Lodge. Na, ich Dummkopf. Jetzt habe ich die Lodge falsch gesetzt. Weg damit. Jetzt habe ich Lodge falsch platziert. Mann, Mann, Mann. So, und da kommt jetzt noch ein Cottage hin. Und dann ist jetzt aller Platz. Ich könnte hier noch Cottages hinbauen. Ja. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ja, komm, Bäume sind eh kacke. Bäume sind eh kacke. Naja, gut. Haben sie jetzt noch zwei Cottages hin? Naja. Okay, aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Das Swimmingpool. Da kommt dann die Golfyard hin. Naja, funktioniert eigentlich. Funktioniert relativ gut alles. Die ist auch Full Upgrade. Ja, perfekt. Ich sag so oft perfekt. Viel zu oft sage ich perfekt. Also, funktioniert alles. Und dann würde ich sagen. Ist 110 times a day. Naja, hey, warum sind wir erst bei 10? Hä? Da unten hängt die Anzeige, oder? Wir können doch nicht erst bei. Ja, jetzt geht's hoch, okay. Gut, aber ich würde trotzdem sagen. Ja, ich weiß jetzt noch kurz, ob der das jetzt schafft mit den 110 Dingern. Weiß. Stockt so ziemlich, also es ist so. Ja, ich weiß nicht, ob der das. Ich glaube, das schafft er nicht. Das wird schwierig. 110 Mal am Tag. Ha. 51. Ich glaube, na obwohl das ist. Also jetzt hat er in 2 Stunden. Könnte schaffen. Könnte funktionieren. 67, 71. Oh, ja. Nee, ich glaube, das schafft er nicht. Was wird denn jetzt im Moment am meisten benutzt? Eigentlich Minimarkt und Ding, ne? Also Minimarkt ist eigentlich... 80... vielleicht wird das sogar noch was. Aber ich glaube eher nicht, weil das 110, naja. Nee, das sollte der schon schaffen. Es wird weniger, aber es ist nicht so wenig. Ne, der hat einfach am Anfang des Tages nur 10. Wird knapp, aber ich denke, das schafft er. Ja, kein Problem, kein Ding. Kein Ding hat er locker geschafft, das ist also... Ja, komm. Gib mir die 7000 Euro. Komm, fahr weg. Nächster bitte, have 7 für Tilties with full upgrade. Ja, passt. Haken. Und fahr weg. Komm, fahr weg. Aha. Have at least 2 Minimarkts. Haken. Und fahr weg. Mr. Rock inside you is a sword. Ja, das sollte kein Problem sein. Das sollte ich hinbekommen. Ist er drin? Ich glaube schon. Nee, scheint nicht drin zu sein. Okay. Ich guck gleich mal, welche Visitors ich so habe. Wahrscheinlich so zu sein, als ob ich hier... Visitors... Special Visitors. Ich brauche einen Pfadfinder. Ah, okay. Okay. Wo wohnt denn der? Ah, alles klar. Das ist die erste Lodge, die hier überhaupt platziert wurde. Finde ich schön, dass das. Gucke ich mir mal die anderen Visitors an. 9 Seiten. Ach, du Kacke. Naja, 67 Visitors.
Och, sind das viele. Und die sind irgendwie alle verheiratet, kann das sein? Ja, muss so. Haben sie mal wieder gespart. Ach ja. Julian Red. Ist es nicht Apo Red? Ach, der ist da sogar drin. Nee, hä? Ich wollte doch zu der Lodge. Von Apo Red. Wo ist Apo Red? Hä? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Och, gib mir den Kacke auch jetzt. Julian Ford. Der ist mit Nachnamen Red, ne? Collison Wood. Red. Julian Red hier. Wo wohnt denn der Apo Red? Natürlich hat Apo Red eine Lodge, ist ja klar. Also der wohnt da. Alles klar. Kann ich jetzt. Jetzt weiß ich schon wieder den Titel. Apo Red wohnt im Hotel. Clickbait Nummer 1. Oh, Philips sind auch da. Wo wohnen die denn? Was? Die wohnen nicht in der Lodge? Naja, schön nah beim Zentrum, muss ich sagen. Den haben wir noch so. Forster sind auch da. Foster. Ja. Ich kann nicht lesen. Oliver Thompson. Brad Thompson ist der Vater von. Wie heißt denn die nochmal? Jasmine Thompson. Aha. Und der wohnt auch in der Lodge. Ist ja klar. Da hinten. Oh, ich habe schon 21 Minuten. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's für dieses Wochenende. Danke fürs. Nee. Doch. Das war's für dieses Wochenende. Nächste Wochenende geht weiter mit 4 Folgen. Danke fürs Zusehen und tschüss!